Dieses Video führt euch durch eine Installation des Lubuntu-Betriebssystems. Zunächst von lubuntu.org die ISOs runterladen, die bootfähig machen auf CD oder Stick. Dann empfehlen wir, durch die Installation in Englisch zu gehen. Ihr könnt es erst ausprobieren, try, oder was wir jetzt machen, ist direkt installieren. Startet dann. Wenn es nicht startet, müsst ihr schauen, ob ihr die richtige Version zur richtigen CPU genommen habt, 32, 64 Bit, oder ob ihr eine noch ältere Non-PAE-CPU habt. Da geht es mit den modernen Versionen auch nicht. Alternativ könnt ihr natürlich klonen oder mit den Install-Scripts auch später arbeiten. Englisch, auch wegen der Ordnernamen ganz sinnvoll. Dann die Downloads der Updates und mit den weiteren Programmen müsst ihr schauen, welche Gesetze gelten, nicht dass ihr irgendwelche Copyrights in eurem Land verletzt. Continue. Jetzt ist ein guter Moment, um die Festplatte zu löschen. Und zwar wird jetzt zwar gleich im nächsten Schritt die Festplatte formatiert, aber die ursprünglichen Daten sind immer noch da. Deshalb drückt ihr am besten die Taste Steuerung bzw. Control. Alt und F3, das bringt euch auf die Terminal-Ebene. Sieht ähnlich aus wie hier. Ihr seid dann auf dieser Ebene, müsst eingeben sudo /dev/sda-v-f und dann entweder -n1, dann gibt es nur einen Durchgang. Ich mache immer drei Durchgänge aus Sicherheitsgründen, dann ist wirklich alles auf der Festplatte überbügelt. Auf dieser Terminal-Ebene läuft das jetzt eine ganze Weile. Das dauert also je nach Rechner, Festplattengröße 1 bis 2, 3 Stunden. Aber dann ist also wirklich ganz sicher alles auf dem Rechner gelöscht. Ihr kommt dann auch ganz einfach wieder zurück, indem ihr Steuerung Alt und F7 drückt. Also wenn das durchgelaufen ist, ihr zählt jetzt durch. Erster Durchgang von 3, zweiter dritter Durchgang von 3 bis 100, das erspare ich euch. Wir springen jetzt gleich ans Ende, aber ihr solltet dann die Durchgänge abwarten, dass alles sauber gelöscht ist. Dann Steuerung Alt und F7 kommt ihr wieder in den ganz normalen Installationsprozess zurück. Der sieht dann so aus. Als nächstes die Festplatte löschen und Install. Bestätigt nochmal kurz, wie ihr es formatiert. Legt auch diesen Swap-Bereich an, die Auslagerungsbereiche. Und geht dann weiter, schlägt euch eine Zeitzone vor, je nachdem wo ihr seid. Tastatur entweder aus der Liste selber direkt auswählen oder alternativ über Detect Keyboard gehen und dann müsst ihr halt das eingeben, was angezeigt wird. Und Fragen beantworten, gibt es das Ö in dem Fall, dann müsst ihr das tippen. Das gibt es nicht und dann sagt er, ja, ist eine deutsche Tastatur. Dann Benutzername LabDoo klein geschrieben. Den Computernamen solltet ihr nach der LabDoo-ID, die ihr bekommt, nehmen. Also 000 und dann 4999 in dem Beispiel. Ihr könnt auch später die Nummer noch ändern, das wird auch erklärt. Passwort LabDoo bestätigt, dass ihr das ruhig als schwaches Passwort nehmen wollt. LabDoo und LabDoo klein geschrieben. Und dann geht's los mit der Installation. Auch hier springen wir jetzt ein bisschen, dauert in der Realität circa 10 bis 20 Minuten, je nachdem, wie schnell eure Internetverbindung ist und ob ihr von CD oder USB-Stick installiert. Wird dann kurz auch erklärt, was alles draufkommt. Ubuntu und der sogenannte LXDE-Desktop, das macht Lubuntu aus, der ist sehr schlank. Es kommen sehr viele Programme drauf. Ihr könnt also ins Internet gehen, es sind Office-Pakete drauf. Aber es fehlt auch relativ viel noch für die Kinder, Lernprogramme, Lerninhalte. Die werden dann später über Installationsskripte auch installiert. Oder alternativ, ihr geht gar nicht erst diesen Weg, dass ihr das normale Lubuntu installiert, sondern ihr geht über Partit Magic und Clonezilla und klont direkt fertige Images drauf. Das ist der eigentlich auch empfohlene Weg. Der dauert nämlich auch nur 20, 30 Minuten, mal abgesehen vom Image-Download. Und dann ist direkt alles drauf und auch noch ein paar Optimierungen und Systemeinstellungen sind gemacht. Ansonsten meldet er dann, ich bin durch, Restart now. Wenn ihr eine CD habt, werdet ihr noch aufgefordert, mit Enter diese auszuwerfen und dann startet er neu und ihr seid dann
in dem Lubuntu-Anmeldebereich. Wenn es nicht hochfährt, kann es manchmal an falschen Treibern, fehlenden Treibern liegen. Da verweise ich aufs Internet und auf unsere Wikis. Und ihr seid dann in dem Anmeldebereich mit LabDo kleingeschrieben, wieder als Passwort, könnt ihr euch anmelden. Und das System ist soweit lauffähig. Ja, danke und viel Spaß.